Junge, wieder glitscht. Leute, mein Bus hat Hydraulik. Wir schauen uns jetzt in der Nahaufnahme an, wie die Kamera aussieht. Wow, ey. Ich habe nicht gewusst, dass es bisher immer noch Handys ohne Kamera gibt. Wie hat der Typ jetzt ein Foto von meinem Auto geschossen? Yo, Leute, was geht? Heute gibt es auf jeden Fall wieder eine weitere Episode der größten Fehler in GTA für euch. Heute auf jeden Fall, Leute, Folge 49 von Unlogischen Dingen GTA. Wie gesagt, die nächste Episode dieser Serie wird die 50. Folge sein und ich überlege mir ein richtig krasses Special und deshalb schreibt mir, Leute, eure Ideen unbedingt dazu in die Kommentare. Auf jeden Fall habe ich heute wieder für euch einige Logikfehler und ebenfalls auch Patzer und Fehler, die Rockstar in GTA 5 passiert sind. Aber ich würde sagen, Leute, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, könnt ihr natürlich auch kostenlos abonnieren. Und ich würde sagen, starten wir auf jeden Fall direkt mit dem Video. So, Leute, ich stehe auf jeden Fall für den ersten Logikfehler auf der Straße oder an der Straße. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin mit Franklin unterwegs, das wollte ich sagen. Und zwar, Leute, es geht nämlich um die Banken in Los Santos. Besonders im Online-Modus ist das, glaube ich, am meisten zutreffend. Aber ich habe mir natürlich auch die anderen Charaktere angeschaut und es ist halt so, Leute, Franklin ist bei der Bank of Los Santos. Und die Bank of Los Santos ist sozusagen die Maze Bank. Es ist allerdings möglich, in GTA 5, zumindest auch in GTA Online, an Bankautomaten zu gehen, die irgendwie gar nicht in Zusammenhang stehen mit der Bank, wo man eigentlich drin ist. Und zwar ist es nämlich jetzt Franklin, Leute. Er ist nämlich bei der Maze Bank, das habe ich ja gerade gesagt. Und hier hinten steht auch noch ein Fließer-Automat. Und die beiden Automaten, da können wir auch unter anderem unseren Kontostand einsehen. Im Online-Modus könnt ihr auch ebenfalls Geld auszahlen. Wir drücken jetzt einfach mal Steuerkreuz nach rechts, um uns den Geldautomaten anzuzeigen, keine Ahnung, Leute. Und was steht oben links? Maze Bank of Los Santos. Ich habe null Ahnung, wirklich, wie mir Rockstar Games das erklären will, dass Franklin bei einem Fließerbankautomaten die Konkurrenz, also die Maze Bank of Los Santos, dort angezeigt bekommt im Dashboard. Ich habe da null Ahnung von. Und was mich viel mehr interessiert, ist, dass Michael, der ist ja bei einer ganz anderen Bank, wie sieht es eigentlich da aus, wenn wir an dem gleichen Automaten mit Michael hingehen? Das würde mich jetzt auf jeden Fall interessieren, deswegen sehen wir uns gleich. Warte mal, ist es nicht wirklich so? Warte mal, wenn ich ins Internet gehe, dann gehe ich auf Finanzen und Dienste und dann kann man auf die Bank of Liberty gehen. Benutzer unbekannt. Fließerbank, Benutzer unbekannt. Maze Bank, willkommen zurück, Michael is Center. Okay, alles klar, Leute, ihr seht es. Aber wer ist denn jetzt bei der Bank of Liberty? Ich glaube, das war Trevor, kann das sein? So, okay, jetzt gehe ich mal mit Trevor auf den Automaten. Und bei ihm wird ebenfalls auch Maze Bank of Los Santos angezeigt. Das kann doch nicht sein, dass die alle bei der gleichen Bank sind. Würde eigentlich Sinn machen, weil sonst, ich habe keine Ahnung. Nein! Nein, das ist ja noch ein Logikfehler. Trevor ist ja gar nicht bei Maze Bank. Er ist bei der Bank of Liberty. Hier seht ihr es eindeutig. Das sind die Transaktionen von der Bank of Liberty. Was ich aber echt cool finde, wäre, wenn wir in GTA Online sozusagen die Möglichkeit haben, unsere Bank selber auszusuchen. Und Trevors Kontostand sowieso 8 Millionen GTA-Dollar. Da fragen sich die Banken auch, woher hat er das Geld eigentlich? Der Typ wohnt immer noch im Wohnwagen. Bei der Maze Bank seht ihr es. Benutzername unbekannt. Wie kann es dann sein? Also das sind zwei Logikfehler in einem. Erstens, wieso wird einem das Maze Bank Interface in einem Fließerautomaten angezeigt? Zweitens, wieso wird Trevor, er gibt ja seinen PIN ein, er hat aber kein Konto und es wird ihm der gleiche Kontostand angezeigt. 8,27 Millionen Dollar und es ist eigentlich in einer ganz anderen Bank. Das seht ihr nämlich hier, Leute, bei der Bank of Liberty. Also, das sind, Leute, zwei unlogische Dinge in einem. Leute, wie gesagt, ich habe jetzt etwas Neues herausgefunden. Ich dachte, der wäre eigentlich bei der Maze Bank oder bei der Fließer Bank. Auf jeden Fall, wenn es euch einfach mal aufgefallen ist, schreibt es in die Kommentare und ich würde sagen, kommen wir direkt zum nächsten Logikfehler. So, Leute, ihr kennt mich. Normalerweise fahre ich durch Los Santos. Denkt mir wirklich nichts Böses dabei. Also, ich denke mir wirklich nichts Böses dabei. Wollte einfach nur meinen Job als Busfahrer ausführen, weil ihr kennt mich, Leute. Ich fahre immer sehr oft den Bus. Eigentlich fahre ich niemals Bus in GTA 5. Und genau um den Bus geht es nämlich. Denn der Bus hat eine gewisse Höhe. Und es ist ja auch so, dass hier ein Schild zu sehen ist an genau dieser Location. Das könnt ihr auch übrigens selber mal zu Hause nachprobieren. Seht ihr nämlich hier ein Schild, wo das Max-Height, also maximale Höhe, 12 Fuß. Ich weiß nicht, wie hoch 12 Fuß ist. Auf jeden Fall eine einige Menge, auf jeden Fall. Aber, hallo? Yo, junge Frau, ganz ehrlich, kann ich nicht in meinen Bus einsteigen? Vielen Dank. So, und ihr seht, wir sind auf jeden Fall kleiner als 12 Fuß. Also das passt auf jeden Fall perfekt. Also ihr seht es eindeutig, der Bus kommt easy durch diese Lücke durch. Und wenn wir ein bisschen weiter nach hinten gehen, dann sehen wir noch ein weiteres Schild. Und jetzt kommt's, Leute. Jetzt ist es sehr, sehr interessant. Denn hier steht genau das gleiche Schild. Maximale Höhe 12 Fuß. Aber so wie das aussieht, sieht es ein bisschen tiefer aus. Und deswegen würde ich sagen, fahren wir mit dem Bus einfach mal da weiter runter. Und jetzt kommt der interessante Teil. Wirklich, da dachte ich mir so, nein, das kann nicht deren Ernst sein. Ich komme nicht durch. Ich komme
mit dem Bus einfach nicht durch. Deshalb müsste ich einfach mal mit Vollgas fahren. Vielleicht komme ich jetzt durch. Come on! Oh, Junge, wieder glitscht. Leute, mein Bus hat Hydraulik. Oh yeah, oh yeah. Seht ihr die Bounces? Richtiger Hydraulikbus. Richtig nice. Aber irgendwie muss ich doch reinkommen. Oh, oh nein. Oh nein. Das war eine schlechte Idee. Das war eine schlechte Idee. Oh. Also, ihr könnt sehen, der Bus ist drin. Easy. Hat geklappt. Kein Problem. Also, die Reifen sollten, glaube ich, nicht so weit in im Auto drin sein. Alles klar. Ja, genau. Ihr wollt mir auch sagen, dass das ebenfalls 12 Fuß sind. Also das ist die kleinste Lücke, 12 Fuß. Dann ist diese Lücke ebenfalls 12 Fuß, wo die Einfahrt dort ist, ebenfalls 12 Fuß. Für mich, wie gesagt, ein kleiner Fehler, den Rockstar Games bei der Entwicklung unterlaufen ist. Klar, man kann es den Entwicklern nicht übel nehmen und wie gesagt, dieses Video soll auf gar keinen Fall ein Hate-Video an GTA 5 sein. Wie gesagt, ich liebe dieses Spiel immer noch, aber es gibt halt diese kleinen Sachen, die ich mega lustig finde, wo ich sehe, da ist halt auch ein Fehler in GTA 5 passiert. Auf jeden Fall würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Logikfehler. So Leute, bei der nächsten Sache habt ihr mir in die Kommentare geschrieben, ich soll mich in GTA San Andreas einfach mal vor die Autobahn begeben und ich wollte doch gerade Yo! Wie die alle so gegeneinander drauf waren. Und oh nein, jetzt wird es eine Massenexplosion geben. Leute, so und jetzt Stück für Stück. Es geht los. Der Domino-Effekt. So, es ging nämlich darum, Leute, dass ich mich auf die Straße einfach stellen soll und mir dann angucken soll, wie die Fahrzeuge mit welchem Tempo die fahren. Und da ich weiß, Leute, in Las Venturas fahren diese Fahrzeuge, ihr könnt es sehen, mit unglaublichen Geschwindigkeiten. Ich meine, im Verhältnis, man muss im Verhältnis sehen, Leute. Die Geschwindigkeiten, mit denen diese Fahrzeuge fahren, sind schon sehr hoch, kann man sagen. Und die Fahrzeuge, ihr habt es gerade gesehen, die achten einfach auf gar nichts. Aber wenn sie da mal unterwegs sind, dann bin ich mal gespannt, was eigentlich passiert, wenn man sich direkt vor eines dieser Fahrzeuge stellt. So, hier. Alles klar. Habt ihr das gerade gesehen? Ich meine, Leute, schaut euch... Oh mein Gott, der Typ hat einen Bremsweg von 1 Meter gehabt. Oh mein Gott. Ich verstehe, was er meint. Gilt das auch bei Motorrädern? Wir meinen jetzt einfach eine übelste Explosion hier auf der Autobahn. Übrigens, Grüße gehen aus an Max, Leute. Falls ihr das Video nicht gesehen habt von der Crimex, checkt es auf jeden Fall unbedingt mal aus. So, jetzt 3, 2, 1, come on. Yo. Yo. So Leute, ich bin als nächstes mit einem ganz besonderen Fahrzeug unterwegs und zwar einem Fahrzeug, das ihr nämlich in der alten PlayStation 3 Edition nur in der Special Edition bekommen habt. Also dieses Fahrzeug war damals richtig exklusiver Stuff und zwar geht es nämlich um den Chameleon. Der Chameleon ist ja bekannterweise ein vollständiges Elektroauto und genau darum geht es nämlich, Leute. Weil Rockstar Games hat es mit dem Thema Elektroautos noch nicht so ganz verstanden, was das bedeutet. Was ich ziemlich cool finde und da ist wirklich Props an Rockstar Games zu machen, ist nämlich, dass sie oben auf dem Dach so Art Solarzellen installiert haben, mit dem sich das Fahrzeug sozusagen selber auflädt. Finde ich eine unglaublich geile Sache und ich glaube, bisher habe ich noch kein Fahrzeug gesehen im Real Life, das diese Technologie anwendet. Wäre wirklich eine richtig gute Idee, vor allem für die Sommermonate. Das ist auch schon der einzige Aspekt, der irgendetwas mit dem Elektroauto zu tun hat. Denn es gibt drei Dinge, wirklich drei Dinge, die absolut das Gegenteil beweisen, dass dieses Auto ein Elektroauto ist. Okay, der erste Punkt, der uns zeigt, dass es überhaupt ein Elektrowagen ist, ist nämlich der Sound. Das Ding hört sich auf gar keinen Fall an wie ein Benzinauto oder so, weil es hat dieses typische Zischen, also dieses typische Pfeifen, das ein Elektroauto hat. Jetzt schauen wir uns allerdings mal ein paar Details von diesem Fahrzeug an. Das erste Detail können wir nämlich am Heck sehen. Ihr seht nämlich an dem Fahrzeug selber und da sieht man dann unten sogar die Auspuffrohre, Leute, links und rechts 4 Auspuffrohre insgesamt. Aber im Tachometer ist das Ganze sogar noch krasser, denn da sehen wir, es ist halt ein ganz normales Tacho. Wirklich ein ganz normales Tacho, wo wir sehen können sogar, dass es eine Benzinanzeige gibt. Was ich ziemlich cool finde, ist, dass uns angezeigt wird, dass der Benzintank leer ist, aber was wir nicht sehen können, ist, dass es tatsächlich irgendwo hier eine Batterieanzeige angibt. Und was wir sehen können, ist, Leute, dass der Motor auch eine Drehzahl hat. Wer sich ein bisschen mit Elektroautos auskennt, der sollte wissen, dass diese Anzeige irgendwie gar nicht so richtig übereinstimmt. Der ist einfach permanent auf 9000 Umdrehungen, was ich überhaupt nicht glaube, weil wenn er ja immer schneller wird, wie kann er denn die gleiche Drehzahl haben? Also wie gesagt, ich hoffe, ihr versteht
versteht, was ich meine. Motorhaube ist geöffnet und was können wir sehen? Keine Batterien und es ist ebenfalls auch kein V12 Motor. Sieht eher mal mehr wie V8 aus. Aber wir sehen, wie gesagt, gar keine Batterien an dem Fahrzeug. Es sind halbe Sachen an diesem Fahrzeug. Vieles ergibt Sinn, vieles ergibt keinen Sinn. Am Ende ist es halt ein Fahrzeug, das nicht wirklich perfekt durchdacht worden ist. Die Idee war gut und deswegen würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Logikfehler. So, ihr seht gerade, ich bin mit einem meiner Lieblingsfahrzeuge wieder unterwegs und zwar dem Tempesta, Leute. Der Tempesta, eine absolute Kaufempfehlung für die Leute, die sich das Geld gespart haben für die neuen zwei Supersportwagen, die gerade erschienen sind. Das waren wirklich absolute Betrugsfahrzeuge. Checkt deshalb oben rechts nochmal das Video dazu aus, Leute, falls ihr es nicht gesehen habt. Und was ich noch ganz kurz sagen will, Leute, an euch, vielen, vielen Dank für den Support. Also es ist wirklich mega krass, wie aktiv ihr gerade seid. Ich feiere das übertrieben. Mein Video, was ich vor einigen Tagen hochgeladen habe, zu der Lichtgeschwindigkeit in GTA 5, das hat fast 500.000 Klicks erreicht. Es ist krass, Leute. Wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für den Support. Und Dankeschön auf jeden Fall an jeden neuen Abonnenten, der auf meinen Kanal dazugekommen ist. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einfach ein paar NPCs suchen, die uns mal ein bisschen, ich würde sagen, ausspannen. Kann man das so sagen? Also, hast du ein Handy dabei? Yo, er läuft einfach vorbei. So, und jetzt? Und ich denke, gleich sollten ein paar Leute ihr Handy zücken. Und was ich euch zeigen möchte, das ist mal wieder so ein richtiger Fehler. Er zückt sein Handy. Schnell kurz Rockstar Editor Aufnahme machen. Denn diesen Logikfehler, den könnt ihr normalerweise gar nicht sehen. Ich speichere die Aufnahme und wir schauen uns jetzt in der Nahaufnahme an, wie die Kamera aussieht. Beziehungsweise wie die Handys aussehen. So, jetzt ist es auf jeden Fall perfekt. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal den Herren mal genauer an. Wie wir sehen können auf dem Handy. Der Typ hat auf jeden Fall viel Stuff auf seinem Handy. Ich weiß nicht, ob das die Kamera-App ist, also wenn das die ist, dann ist es auf jeden Fall, also der Typ scheint schon richtig begeistert zu sein. Und jetzt schauen wir uns die Rückseite des Handys mal genauer an. Wow, ey, ich habe nicht gewusst, dass es bisher immer noch Handys ohne Kamera gibt. Wie hat der Typ jetzt ein Foto von meinem Auto geschossen? Es ist eine Sache, da muss man selber erst drauf kommen. Ich habe es bisher immer noch nicht gewusst. Ich finde es auf jeden Fall, Leute, mega witzig. Auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. In der Mitte könnt ihr kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Videos. Checkt die anderen Videos links und rechts im Bild aus und dann sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und all diese Grüße raus. Haut rein, Leute. Ciao.